Hallo, wenn du ein Problem hast mit Gewichtsverlust und nicht schon viele Diäten probiert hast oder viele Art und Weisen, die Kalorien zu zählen oder einfach in deinem Alltag immer wieder probiert hast, dein Körperfett zu reduzieren und es dir auf lange Sicht nicht gelungen ist, dann möchte ich dir ein bisschen etwas darüber sagen. Aus meiner Erfahrung. Ich bin Ernährungsberaterin und habe auch selbst schon über viele Jahrzehnte verschiedene Ernährungsrichtungen probiert, durchgeführt, um zu sehen in der Praxis, wie das sich verhält, wie der Körper sich verhält, wie das mit der Gewichtsreduzierung funktionieren kann, was für mich gut war und was für mich weniger gut war. Und das baue ich jetzt nach und nach alles in meine Videos ein. Also, mein Hauptthema ist also, wie kann ich effektiv mein Körpergewicht verringern, mein Körperfettanteil, und wie kann ich das bewerkstelligen, dass es auch nachhaltig ist, dass ich nicht in diesen Jojo-Effekt komme. Also, dazu möchte ich also jetzt ein bisschen etwas über Hormone sagen. Denn ein zu viel an Körperfett, das ist nur ein Symptom. Eine Spitze von einem großen Eisberg, den man gar nicht sieht. Und der Eisberg, das sind viele unsichtbare Konditionen an Beschwerden, Krankheiten, also einfach ein schlechter Körperzustand. Meistens sind es auch Mangel an Mikronährstoffen und ja, dann kommen noch verschiedene andere Punkte hinzu. Hormone spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle im Stoffwechsel. Sie sind quasi die Schaltflächen oder die Schalter an den verschiedenen Stellen, die dafür sorgen, ob wir Gewicht zunehmen oder ob wir Gewicht abnehmen, ob wir gestresst oder relaxed sind, ob unser Gehirn gut funktioniert oder nicht, ob wir fruchtbar sind oder nicht. All diese Dinge, da spielen die Hormone eine Hauptrolle. Sie stimulieren den Stoffwechsel und hier, sie können ge helfen, Gewicht zu reduzieren und sie können auch helfen, für Gewichtszunahme zu sorgen. Und der Schalter für die Gewichtsabnahme, das ist unter anderem Insulin, das Insulin im Blut. Insulin verhindert, dass Fett in Energie umgewandelt wird. Und es fördert die Fettspeicherung. Also es ist erwiesen, dass in Anwesenheit von zu viel Insulin im Blut die Fettverbrennung, die Fettaufspaltung stoppt. Also Fettaufspaltung nicht, aber die Fettverbrennung. Die Nutzung des Fetts als Energie. Und wir müssen eine Situation schaffen, in der Insulin nicht oder nur sehr wenig getriggert wird. Denn Insulin, wie gesagt, nennt man auch das Fettspeicherhormon. Wie reduzieren wir Insulin? Insulin kann man reduzieren, indem wir die Aufnahme von Kohlenhydraten reduzieren, indem wir die Kombination von Fetten mit Kohlenhydraten vermeiden oder auch die Kombination von Protein mit Kohlenhydraten. Ja, das ist also einfach das, was die meisten Leute am liebsten essen, ne? Also ein normales Essen mit Kartoffeln und Fleisch und dann vielleicht noch eine Diät-Cola dazu oder ja, also einfach diese Kombination, die sind also sehr, sehr, die triggern das Insulin sehr. Also einfach, weil diese Kombination immer irgendwie, das Insulin ist so dominant. Und das verhindert, dass alles andere im Körper dann optimal verwertet werden kann. Vermeide zu viel Protein, das ist auch ein Punkt. Wenn wir glauben, wir müssen jetzt die Kohlenhydrate runtersetzen und dann jede Menge Protein essen. Das Protein alleine triggert auch Insulin. Aber das kann ich auch später nochmal genauer erklären. Reduziere die Anzahl der Mahlzeiten. Das ist auch ganz wichtig, denn jedes Mal, wenn wir essen oder etwas
trinken, etwas, was Brennwert hat, triggern wir Insulin. Das muss man einfach wissen. Und wenn wir uns daran gewöhnt haben, 5, 6 oder 7 Mal am Tag etwas in den Mund zu schieben, ja, dann gibt es ein Insulinplateau im Körper. Jeder gesunde Stoffwechsel kommt damit irgendwie auch noch klar. Es gibt immer erst Probleme, wenn sich da schon Depotfett angesammelt hat, dann zeigt der Körper an, hier, das ist die Spitze des Eisbergs, dann zeigt der Körper ganz genau an, da ist schon länger was im Argen. Da gibt es keine Balance mehr. Und das meiste, was darauf hinweist, ist eine beginnende Insulinresistenz. Wenn Insulinresistenz verstärkt, sie wird durch einfach zu viel Insulin im Blut, also zu viel Trigger von Insulin, wird sie irgendwann schleichend kommt sie. Also ich habe das selbst erlebt mit der schleichenden Insulinresistenz, habe das lange ignoriert, das heißt, ich habe es gar nicht wahrgenommen. Ich habe oftmals meinen Blutzucker gemessen und der war einfach relativ normal und ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich eine beginnende Insulinresistenz habe, aber es war so. Und deswegen kann ich da ganz genau aus dem Nähkästchen plaudern. Also bei Insulinresistenz, kann es sein, dass die Person, die insulinresistent wird, was übrigens ein Prädiabeteszustand ist, dass das Insulin 5 bis 7 Mal höher ist als bei einem normalen Menschen mit normalem Stoffwechsel. Und diese große Menge Insulin im Blut, die verhindert also die Fettverbrennung komplett. Also die Verwertung von Fett in Energie. So, deswegen Insulinresistenz, da habe ich schon mal ein Video gemacht. Das ist also auch gut erklärt, wie man zu einer Insulinresistenz gelangt. Und hier noch einmal ganz deutlich gemacht, warum Insulin der ausschlaggebende Faktor ist. Dann bis zum nächsten Video.